Ja, hallo, liebe Leute. Ich melde mich hier mit einem Prospekte-Video außer der Reihe. Also was heißt Reihe? Es ist ja eigentlich keine Reihe, sondern so eine lose Videoserie, die ich mache, wo ich Prospekte durchblättere. Seit einigen Wochen bekomme ich auch den Prospekt von Netto. Und ihr wisst ja, dass ich ein großer Rewe-Fan bin und Netto eigentlich seit Jahren nicht mehr besucht habe. Aber die Inflation hält uns immer noch in ihrem eisernen Würgegriff und manche Sachen sind jetzt mittlerweile so teuer geworden. Waren des täglichen Bedarfs haben Preisdimensionen angenommen, die ich einfach nicht mehr mittragen möchte. Ich sehe das nicht ein, jetzt zum Beispiel für entkoffeinierten Kaffee 7 Millionen Euro zu zahlen. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Wir sind noch nicht. Also, okay. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Den Netto-Prospekt habe ich mir jetzt mal am Freitag, als der kam, genauer durchgeblättert. Und Leute, es ist Wahnsinn. Also, diese Woche kann man wirklich sparen, als hätte es die Inflation nie gegeben. Zum Beispiel gibt es hier Butter für 2,29 €. Das ist natürlich unter normalen Bedingungen wäre das immer noch höherpreisig, aber es ist dafür, dass es auch eine Top-Marke ist. Sehr günstig, 2,29 € und von Frau Antje immerhin. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es Butter von Frau Antje gibt. Frau Antje ist für mich so eine, kenne ich irgendwie nur aus 90er Jahre Comedy-Shows, aber da habe ich mir jetzt so einen Ziegel mitgenommen zum Backen. Ja, zum Kuchenbacken. Und hier ist Kaffee, aber den ignorieren wir. Da kommt nämlich später noch was anderes. Das sind hier die Knüller der Woche. Beispielsweise Grünländerkäse um 41% gesenkt. Oder Nutella. Das ist also ein Dreiviertel Kilogramm. 2,99. Also ich muss sagen, das wird viele schockieren. Ich habe noch nie in meinem Leben Nutella gekauft, aber ich höre, es ist ein beliebter Aufstrich. Genauso wie ich auch noch nie Red Bull gekauft habe, aber für 99 Cent bekommt man hier eine Dose diese Woche. Also man kauft ja meistens, glaube ich, 10 Stück davon und trinkt die auf einmal. Genauso wie man auch den Joghurt mit der Ecke dann im Dreierpack gleich genießen kann. Drei Ecken für 1 €. Und das ist ein sehr dicker Prospekt. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber auch frisches Obst ist hier sehr günstig. Wassermelone, ne, für 88 Cent pro Kilo. Und alles unverpackt. Überhaupt, das möchte ich auch jetzt mal loben. Das war mir nicht klar, dass Netto in Sachen Nachhaltigkeit hier so up to date ist. Mal ein Beispiel, das hier ist der Kassenbon. Ganz schmal, kleine Schrift und deswegen nimmt er weniger Platz weg und ist außerdem recycelbar und aus diesem komischen blauen Papier, das kein Papier ist oder so. Ja, hier gibt es 2 Kilogramm Äpfel für 2 €. Ach ja, und ein Topf Basilikum, 1,79 €, XXL immerhin. Ja, Wurst und Fleisch. Und hier Gesundes fürs Kind. Monte-Snack, Wölkchen, Kaktuseis. Und ich habe mir Auflaufkäse gekauft für 1,39 €. Auch sensationell. Ich habe leider den falschen Feta erwischt. Ich habe diesen nicht gefunden für 1,59 €. Aber egal, das kann man verschmerzen. Übrigens dazu noch ein Bonustipp mit den Preisen, die man eventuell nicht im Auge behält. Ich war ja jetzt am Montag Vormittag 10:30 bei Netto und da waren die Waren noch nicht
aktualisiert wurden, also die Schnäppchen noch nicht ausgepreist. Deswegen lohnt es sich immer, die Prospekte vorher zu studieren, weil man sonst denkt, ja, was weiß ich, der Feta kostet ja 1,89, das ist jetzt gar nicht so sensationell und in Wahrheit kostet er aber 1,59. Oder hier gibt es 12 Eier und noch 2 gratis. Oder Himbeeren in der Schale für 1,79. Ja, die waren, glaube ich, diese Woche bei Rewe billiger. Da muss man eh vergleichen. Also beispielsweise die laktosefreie Milch ist diese Woche von der Rewe-Eigenmarke dann doch die günstigere Wahl. Weitere Knüller, alles nur 1 Euro. Zum Beispiel Nacho-Chips habe ich mir geholt. Es gibt diverse Messmer-Tees. Und hier ein besonderer Knaller: gezuckerte Kondensmilch. Also, wer davon kein Fan ist, braucht nicht auf mein Verständnis zu hoffen. Man liebt gezuckerte Kondensmilch und 1 Euro, das ist ja günstiger als in Tschechien. Oder hier Koppenrad und Wiese, Aufbackbrötchen für 1 Euro. Säfte von Albi. Da war ich versucht, mir einen Bananensaft mitzunehmen, aber die Sorte gab es ausgerechnet nicht. Ja, also werde ich diese Woche wieder nur Tee trinken und Wasser aus dem Hahn, was ja auch okay ist. Erfrischend ist das allemal, aber man kann sich auch mit Orangina oder Orangina, sagt man ja, glaube ich, erfrischen. Die beliebte französische Limonade. Und Tierprodukte blätter ich jetzt mal um, schnell, weil mich das immer daran erinnert, dass ich auch mal Haustiere hatte und dann da öfter, also regelmäßig natürlich Tierfutter gekauft habe, bis es irgendwann dann die letzte Packung war, weil das entsprechende Haustier dann gestorben ist und da muss man weinen. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich auch so, dass man irgendwann für sich, sagen wir mal, die letzte Packung Mehl kauft in seinem Leben. So, und dann gibt es hier für die Pumper so Proteinscheiß, aber auch Kosmetikprodukte sind gesenkt. Also, ja, ich kann wie gesagt nicht alles gesondert vorstellen, aber beim Karo-Kaffee habe ich zugeschlagen. Ich sagte ja schon, koffeinfreier Kaffee wird von mir gerne mal gekauft. Wenn ich mal schon zu viel echten Kaffee an einem Tag hatte, ist das immer eine schöne Alternative zu einem heißen Getränk am Nachmittag. Und 2,49 € für das 200 Gramm, für die 200 Gramm Dose sind wirklich fair. Ja, dann gibt es diverse Non-Food-Produkte und am Ende der Woche wird es nochmal interessant. Ich glaube, ich werde da nochmal hingehen. Ab Donnerstag haben sie dann zusätzliche Schnäppchen, wie zum Beispiel die Letta für 1,39 € oder ein Dampfbügeleisen. Ja, klar, man kann ja auch mal ein Elektroprodukt oder überhaupt ein Haushaltsgerät im Supermarkt kaufen. Why not? Oder hier Tzatziki, Sour Cream 79 Cent, Grillkäse 1,99 €. Also das wird nochmal spannend zum Ende der Woche hin. Oder die guten Knoppersriegel, die ich ja sehr mag, wie ich in einem früheren Video schon mal gesagt habe. Oh, jetzt kriege ich eine Anzeige. Das Gerät ist zu heiß. Ja, mein Handy wird heiß, weil hier schon wieder 80 Grad Innentemperatur sind. So, und der Netto-Tag ist dann nochmal ein einzelner Spezialtag vom Wochenende. Am 29.07. lohnt es sich,
dann hinzugehen. Nur an diesem Tag gibt es diverse Dinge zum halben Preis, wie zum Beispiel Kaffee. Kaffee ist ja mittlerweile unbezahlbar, aber der Jakobs, den ich, weiß ich, kaufe ich gar nicht so regelmäßig, aber der ist, glaube ich, in Ordnung und für 2,99 natürlich hier dringend zu empfehlen. Ja, damit schließe ich dieses Heftchen und kann nur noch mal darauf hinweisen, blättert die Flyer und Prospekte durch. So kann man immer mal wieder ein paar Groschen sparen in diesen schwierigen Zeiten. Ich hoffe, das waren ein paar interessante Anregungen für euch. Hier ein Kasten Bier für unter 10 Euro. Wo gibt es denn sowas noch? Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt eine Netto-Filiale in eurer Stadt. Es gibt ja auch so einen anderen Supermarkt, der sich Netto nennt. Es ist, glaube ich, eine dänische Kette. Die haben einen Hund, einen Schnauzer als Maskottchen. Und das Logo sieht auch anders aus. Mit eben jenem Hund. Und da drauf, das ist aber, glaube ich, nur im Osten und im Norden der Republik verbreitet. Ansonsten hier der Markendiscount Netto. Der soll es sein. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.